Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Hakisiel! Begeisterung bei den Sängerinnen und Sängern, die am Samstag, den 11. Dezember im Mindener Marienstift für das Musical Die Zehn Gebote proben. Ex-Monroes-Sängerin Baha Kizil schaut vorbei. Bis zur Premiere des Musicals, in dem die 22-Jährige die Rolle von Moses-Frau Zipora singt, ist es zwar noch ein Weilchen hin, eine kurze Probe mit dem Chor gab es aber heute schon. Und ein Interview. Weil du nicht wie alle bist. Ja, die junge Dame neben mir ist Baha, das ehemalige Monroes-Mitglied, hallo. Die spielt mit bei den 10 Geboten im März in Minden. Und sie ist Muslimin. Da würden wir gerne wissen, ob es eine besondere Herausforderung ist, in so einem christlich orientierten Stück mitzuspielen. Für mich persönlich ist es eher eine Herausforderung, bei einem Musical mitzumachen, weil ich davor halt eben immer, wie gesagt, nur mit Monos unterwegs war. Jetzt religionsübergreifend ist es jetzt für mich keine Herausforderung, weil ich ein sehr weltoffener Mensch bin. Ich liebe alle Religionen. Weil eine Religion ja im Endeffekt was Friedliches ist und den Menschen Mut und Hoffnung und Liebe gibt. Und ich glaube, es ist für mich eher eine Herausforderung, die Menschen davon zu überzeugen, gerade Menschen, die sehr konservativ sind und überhaupt nicht verstehen, warum ich als Muslimin da eben mitmache. Das ist für mich eher schwierig. Die Zipora ist ja die Ehefrau von dem Moses. Ja. Wie ist denn das Verhältnis zwischen den beiden untereinander? Das Verhältnis zwischen Moses und Zipora ist eigentlich sehr gut. Ich meine, die Frau hat damals zu ihrer Zeit, war jetzt nicht so emanzipiert, wie wir Frauen es heute sind, hatte also nicht sehr, sehr viel zu sagen, aber hat in dem Leben von Moses eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also sie bestärkt ihn ständig in dem, was er tut. Sie versucht, ihn auf den richtigen Weg zu führen und wirklich immer für ihn da zu sein und ihm zu zeigen, was das Richtige ist. Die Geschichte der 10 Gebote kennt ja eigentlich erstmal jedes Kind. Gibt es eine bestimmte Nachricht, eine Message, die du gerne rüberbringen möchtest dem Mindener Publikum? Für mich ist es eigentlich ganz wichtig, dass die Menschen, das Publikum, das sich dann wirklich unser Stück ansieht, wirklich mit offenen Augen sich das ansieht. Also sie sollen ganz offen sein und das Stück einfach auf sich wirken lassen. Wir wollen eigentlich dem Publikum nur transportieren, wie wichtig eigentlich die 10 Gebote sind, dass man auch gerade Leuten, Menschen, die vielleicht weniger mit ihrer Religion heutzutage zu tun haben, sich vielleicht ein bisschen wieder zurückorientieren und einfach sehen, dass die Religion wirklich was Schönes ist. Jetzt gibt es vielleicht Leute, die denken, naja, Singen, ist ein Handwerk. Macht es einen Unterschied, ob ich mit Monroes auf der Bühne stehe oder bei so einem Musical? Also für mich sind da auf jeden Fall sehr, sehr viele Unterschiede. Also es ist was, ich bin ein ganz anderer Mensch, wenn ich mit Monos auf der Bühne bin oder wenn ich alleine dann auf der Bühne stehe oder wenn ich jetzt mit dem Musical 10 Gebote auf der Bühne stehe. Das sind komplett verschiedene Welten, aber es funktioniert, weil ich liebe die Musik und ich liebe es, mit dem Musical unterwegs zu sein und ich freue mich schon auf die ganz vielen verschiedenen Städte und vor allem auf Minden. Was ich schon immer wissen wollte von jemand, der es wissen muss, macht Singen glücklich? Ja. Also Menschen, die es lieben zu singen, ich meine auch Menschen, die vielleicht nicht singen können, die stehen ja ganz oft morgens auf, wenn man glücklich ist, dann singt man immer. Und singen gehört auf jeden Fall zum Leben dazu, egal ob man singen kann oder nicht. Dankeschön. Danke.